Hallo, willkommen am Wechselmodell Tag 4. Ich bin am Schwitzen, aber es ist nicht nur, weil es warm ist, sondern weil viel los war. Ich war nämlich an der Grundschule meiner jüngsten Tochter. Die hatte mich ja gebeten, wie auch die anderen drei Kinder, dass wir diese Woche im Wechselmodell leben und ich sie am Kindergarten oder Schule abholen soll und dahin bringen soll. Alle vier Kinder sind gerade nach wie vor bei der Mutter seit Montagabend und die Mutter lässt sie nicht zu mir, obwohl es der Wille, der Wunsch der Kinder ist. Und gut, ich war in der Grundschule, weil meine jüngste Tochter das so wollte von mir und ich es für richtig halte, dass sie im Wechselmodell leben, da gibt es keine Zweifel. Und war dann da und habe da gewartet, dann kam die Mutter aus dem Schulgebäude mit unserer Tochter. Dann bin ich hin, bin ganz ruhig geblieben, habe Hallo gesagt zu allen, zu den beiden und habe meine Tochter gefragt, ob sie mit will zu mir oder lieber zur Mutter will. Und dann hat sich erstmal eine ruhige Diskussion entsponnen mit meiner Ex-Frau. Das war noch alles okay. Die Tochter, die hat erstmal nur geschaut, ja, die hat nichts gesagt. Und dann kam die Klassenlehrerin dazu. Die habe ich gebeten, sich herauszuhalten, weil unsere Tochter eben frei entscheiden soll, wo sie mitgehen will. Ja. Und da fing es dann an, dass die Mutter die Hand genommen hat der Tochter, so sie mal an der Hüfte gehalten hat und sie so zu sich gezogen hat, ganz leicht. Dann habe ich gesagt, sie soll das bitte unterlassen und keine Gewalt anwenden und das Kind mit sich ziehen. Dann meinte die Klassenlehrerin, das sei keine Gewalt. Die Mutter habe ja nur die Hand gehalten und das Kind sei ja traurig und müsse getröstet werden. In dem Moment hat die Mutter dann die Hand um die Schulter der Tochter gelegt, was ja überhaupt kein Zeichen ist, dass die Mutter hier übergriffig wird. Wahrscheinlich interpretiert man sowas dort als eine Verhaltensweise, wo eine Mutter das Kind den freien Willen haben lässt. Aber egal, dann stand die Mutter da mit unserer Tochter, hatte den Arm um ihre Schulter und die Klassenlehrerin hat mir dann Manipulation vorgeworfen, ja, dass es nicht gut sei, was ich hier machen würde. Dann habe ich gesagt, dass meine Tochter mich gebeten hat, sie abzuholen. Es ist ihr Wille und den respektiere ich und ich finde ihn gut und richtig und deshalb mache ich es auch. Und eine Minute später sagt diese Klassenlehrerin zu unserer Tochter, du hast ja heute Mittagsschule, jetzt gehst du mal mit der Mama mit zum Mittagessen. Stichwort Manipulation. Wunderbar. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, jetzt nehme ich es auf mit dem Handy, auf der Kamera, weil das geht nicht. Die Klassenlehrerin kann sich hier nicht einmischen und den Willen unserer Tochter beeinflussen. Und ich habe ein bisschen aufgenommen, so 40 Sekunden. Und dann hat die Mutter mir das Handy gewaltsam aus der Hand gerissen. In dem Moment kam noch ein anderer Lehrer dazu, also die erste männliche Person, weil die Mutter um Hilfe gerufen hat, wie auch immer, und er war in der Nähe. Und das ist ja interessant. Ich bin die ganze Zeit ruhig geblieben, bin da gestanden, habe nur gefragt, habe geredet mit den zwei Damen dort. Und wer hier Gewalt angewendet hat, war die Mutter, indem sie das Kind körperlich übergriffig wird, auf subtile, leichte Art und Weise, was natürlich man auch als Mutterliebe interpretieren kann, weil ja das Kind, wie auch immer man das sehen will, traurig, verstört, was auch immer war. Und ich habe nichts gemacht. Ja? Gut, was dann passiert ist, ist, dass wir halt zur Rektorin gegangen sind, eine andere Lehrerin kam, die ich kenne, die ich schätze, und die hat dann unsere Tochter mitgenommen. Ich weiß nicht, was da jetzt tatsächlich war. Ja. Auf jeden Fall, ich bin mit dem Lehrer zur Rektorin gelaufen und die Mutter kam mit der Klassenlehrerin später hinterher. Also die hatten noch Gelegenheit, sich miteinander abzusprechen, sich ihr Leid zu klagen, wie auch immer. Nehme ich mal an, ist meine Vermutung.
Und gut, dann gab es ein Gespräch mit der Schulleiterin der Grundschule Munterkingen, der Klassenlehrerin, die Mutter, meine Ex-Frau war natürlich da und der Lehrer. Und dann hat der Lehrer angefangen zu erzählen, das fand ich sachlich, was der gesagt hat. Ich habe noch daran erinnert, dass er gesehen hat, wie meine Ex-Frau mir das Handy entrissen hat und dadurch ja die Situation eskaliert hat. Da hat er gemeint, ja, stimmt, das hat die gemacht. Das fand ich gut. Der Lehrer, muss ich sagen, war da, ich hatte den Eindruck, war neutral und sachlich. Dann fing die Klassenlehrerin an zu reden, hat dann ihre Meinung eingebracht, ja, dass das Kind verstört gewesen sei und traurig und dass man sowas nicht machen darf. Dann habe ich sie gebeten, sachlich zu schildern und ihre Meinung bitte wegzulassen. Und dann habe ich erzählt, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, vielleicht kann ich das mal in ruhigen Stunden rekapitulieren. Auf jeden Fall war es dann so, die Schulleiterin, ich habe erklärt, ja, dass die Kinder das Wechselmodell wollen, alle vier seit Ende April und es da keinen Zweifel gibt, dass es da drei Briefe von den Kindern gibt, einer beim Gericht liegt, ja, dass der gegnerische Anwalt das hingeschickt hat und dass die verzweifelten Versuche der Kinder mit der Mutter zu reden, über Tage auch meine E-Mails doch zusammen sich zu treffen, zu reden, nur die Eltern mit den Kindern, wie auch immer, alles nicht gefruchtet hat. Und dann die Kinder eben wollten, dass wir das Wechselmodell leben und ich dem auch zugestimmt habe. Das als Vater finde ich das völlig richtig, dass wenn die Kinder Ende April, Mai, Juni, Juli, August, also jetzt dann über 4 Monate konsistent sagen, sie wollen bei beiden Eltern leben, dann mache ich es. Da gibt es keine Frage. Ja, alles andere ist für die Kinder schädlich. Und da haben wir darüber diskutiert. Und dann ging es um das Video, dass ich es löschen soll, wollte die Schule an. Dann wollte ich wissen, warum. Dann hat die gemeint, ja, das ginge nicht auf der Schule. Dann habe ich gesagt, da wüsste ich anderes. Für den Privatgebrauch kann ich es machen. Dann hat sie gemeint, nein, das geht nicht. Die Schule hätte da schon mal angewiesen, das zu löschen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn die Polizei das macht, dann sagt oder will, dann halte ich mich natürlich dran. Dann hat sie die Polizei gerufen. Die kam dann mit einem der Polizisten, hatte ich schon zu tun, weil ich eine Anzeige mal aufgegeben habe. Ob ich die erzähle, was es da in der Anzeige ging, da hängt auch die Schulleiterin der Grundschule in Munterkingen mit drin. Da haben sich einige Menschen falsch verhalten. Und auf jeden Fall kam dann eben die Polizei und es wurde dann erklärt, was passiert ist. Ja, die Schulleiterin hat dann ein Hausverbot für die Grundschule ausgesprochen. Ich habe gesagt, akzeptiere ich, ist ihr Recht. Ich halte mich natürlich daran. Und dann ging es ums Video, dass es gelöscht werden soll. Da habe ich die Polizei gefragt, mit welcher Begründung. Da hat der Polizist gemeint, Recht am eigenen Bild. Da habe ich gesagt, das ist nur relevant, wenn man es veröffentlicht. Aber dann die DSGVO meint, und da hat er mich nur angeschaut und gemeint, was? Nee, ich soll es einfach löschen. Ich habe gesagt, ja, aber das Recht am eigenen Bild, da geht es darum, dass man es nicht veröffentlichen darf. Dann hat er gemeint, ja, er könnte mir auch das Handy wegnehmen, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich folge seiner Einweisung, ich lösche das Video und habe es dann, bevor ich es gelöscht habe, allen Personen im Raum vorgespielt. Das waren insgesamt neben mir noch 6 Personen, also die Schulleiterin, die Ex-Frau, die Klassenlehrerin, der Lehrer und die 2 Polizisten. Und jeder hat es also gesehen, was da war, dass die Mutter mir das Handy entrissen hat mit Gewalt, was ja auch der Lehrer gesehen hat und die Klassenlehrerin muss es ja auch gesehen haben. Und dann sagt der Polizist, ja, mit dem ich da wegen dieser Anzeige schon zu tun hatte, was ich da machen würde, sei psychische Gewalt dem Kind gegenüber. Dann frage ich ihn, wie er denn darauf kommt. Ja, das sieht man doch. Dann sage ich, ob er denn Kinderpsychologe ist. Nee, aber das sei doch klar. Und dann habe ich ihn gebeten, solche Äußerungen zu unterlassen, wenn er nicht die fachliche Kompetenz dazu hat. Na gut, schlussendlich habe ich es dann gelöscht und damit habe ich auf, ich sag mal, Druck der Polizei Munterkingen ein Beweismittel gelöscht. Ich wurde aufgefordert, ein Beweismittel zu löschen. Das Video, wo man sieht, dass die Mutter die Situation eskaliert hat, indem sie vor unserer jüngsten Tochter dem Vater das Handy aus der Hand reißt
und dann die Tochter anfängt richtig zu weinen, dieses Beweismittel, da wollte die Polizei munterklingen, dass ich es lösche. Auf jeden Fall war dann das Gespräch dann an dem Punkt zu Ende in diesem Klassenzimmer. Ich bin dann mit den zwei Polizisten rausgegangen und der Polizist hat sich dann wirklich erdreistet zu sagen, das war psychische Gewalt. Da habe ich nochmal gesagt, wie kommen Sie darauf? Sie können das nicht bewerten, Sie haben keine fachliche Kompetenz. Doch er schreibt es auch so ins Protokoll rein. Da habe ich gesagt, bekomme ich dann das Protokoll von Ihnen? Er hat gemeint, nein. Da habe ich gesagt, aber mein Anwalt kann sich's holen. Er hat gemeint, ja. Da habe ich gesagt, okay, ich veröffentliche dieses Protokoll anonymisiert, wenn da drin steht, dass Sie sagen, das war psychische Gewalt. Da hat er nichts mehr gesagt. Bin mal gespannt, was jetzt tatsächlich im Protokoll drin steht, ob sich der Polizist erdreistet zu bewerten, was da war. Gut, so viel mal in Kurzform, was heute war. Es gibt noch viel mehr drin. Das wäre zu viel. Und eben diese eine Sache mit der Anzeige, das war eine sehr unschöne Sache letztes Jahr. Und überlege ich mir noch, ob ich da was dann dazu bringe. Tschüss, danke fürs Zuhören. Und noch so als allgemeiner Hinweis, ihr fragt euch sicher, wie lange macht ihr das? Was ist sein Ziel? Was ist seine Strategie? Was beabsichtigt er? Also da bin ich am Schreiben. Es gibt ja Leute, die mit mir arbeiten, ja, die in verschiedenen Bereichen versiert sind. Die schauen sich das an und also wir formulieren das entsprechend zusammen und ich gebe das bekannt, sobald wir da fertig sind und dann wisst ihr, wohin die Reise geht. Und danke für alle, die schon jetzt dabei sind und die mich unterstützen. Und wartet mal, das will ich euch noch sagen, ich habe so einen schönen Kommentar bekommen auf Facebook von, ich glaube, Marion heißt sie, das will ich euch noch vorlesen. Da kamen mir gestern echt die Tränen, als ich es gelesen habe. Weiß gar nicht, ob ich es euch vorlesen kann. Rein emotional. Ich schaue mal kurz, ob ich es finde. Ich muss erst noch laden. Also jede Unterstützung ist willkommen. Jetzt wo ist es? Lass mich mal schauen. Ja, das war zum Video gestern. Das war gar nicht hier. Wartet mal, vielleicht hier im Verlauf müsste ich es haben. Kann sich nur um Sekunden handeln, bitte. Bleibt noch dran, weil es ist wirklich schön. Also es hat mich so tief bewegt. Ich danke der Marion so sehr für diesen Kommentar. Na, wo habe ich ihn denn? Ich hoffe, ich finde ihn. Na. Leute, bleibt noch ein bisschen dran. Jetzt habe ich ihn gleich. Da. Hier, die Marion, genau. Sandro, Hut ab vor dem, was du tust. Eine tolle Idee, das alles so zu dokumentieren. Und mein Kompliment, du machst das total besonnen und ruhig. Es sollten viel mehr handeln, um den kompletten Irrsinn bei einer Trennung in Bezug auf die Kinder aufzuzeigen. Wo sind denn nun die, die sich angeblich dem Kindeswohl widmen, die fordern, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern? Wie schützen Sie denn im Moment eure Kinder? Gar nicht. Eure Kinder sind im Moment auf sich alleine gestellt und sind zwischen dir und ihrer Mutter hin und her gerissen und auf sich alleine gestellt. Niemand ist für die Kinder da und steht ihnen zur Seite und genau das kommt hier mal ganz gut rüber.
das sind Kinder. Das sind Kinder, die beide Eltern lieben und den Kontakt zu beiden aufrechterhalten wollen. Und eine Mutter meint hier, der bessere Part zu sein und den Wunsch der Kinder einfach so ignorieren zu können. Traurig. Und da schimpft sich Mutter und die Helferindustrie hilft schon fleißig mit, ohne die Kinder zu fragen, was sie wollen, weil das halt immer so ist. Wer beschäftigt sich denn intensiv damit zu klären, ob das tatsächlich so ist, wie die Mutter behauptet? Warum holt denn die Polizei nicht die Kinder und bringt sie zum Vater? Denn das sind die Rechte der Kinder, Zeit mit dem Vater zu verbringen und sie wollen das auch. Sandro, ich kann dich nur aufmuntern, so weiterzumachen. Und wenn du das so durchhältst, dann bin ich mir sicher, dass du einige wachrütteln kannst. Ich wünsche dir gutes Gelingen, vor allem für deine Kinder, weil ich weiß, was es mit Kindern macht, denen ein Elternteil für Jahre vorenthalten wird. Und wenn du es irgendwie verhindern kannst, dann wäre das das Allerbeste. Was du je für deine Kinder tun konntest. Und das hat nämlich diese Schulleiterin in Munderkingen behauptet, dass wenn ich meine Kinder lieben würde, dann würde ich sie nicht in so Situationen bringen. Dabei mache ich nur, was meine Kinder sich wünschen. Danke, Marion.